Hallo? Nein, hier ist Valentin. Maria Enders persönliche Assistentin. Die Paparazzi werden sich auf Maria stürzen, das ist Ihnen doch klar. Ich fühle mich geehrt, Sie hier begrüßen zu dürfen. Maria Enders! Ein Interview mit einer italienischen Zeitschrift für die Zielgruppe aktive Frauen. Titelverführung ab 40. Nein. Du wärst auf dem Cover. Nein. Klaus Diesterweg ist hier. Er ist ein großartiger Regisseur. Hör ihm zu. Ich habe die Sigrid gespielt in Maloya Snake. Da war ich 18. Für mich war es mehr als eine Rolle. Und weil Sie Sigrid waren, können nur Sie jetzt Helena sein. Es geht um eine einfache Geschichte. Eine ältere Frau verliebt sich in ein durchtriebenes Mädchen, das sie um den Finger wickelt. Und wer soll also die Sigrid spielen? Joanne Ellis. Sie ist 19. Ich spiele die junge Frau, die sie in den Selbstmord treibt. Vermutlich ist sie meine Lieblingsschauspielerin. Du findest sie besser als mich. Du bist eifersüchtig. Es ist unglaublich mutig von Ihnen, die Rolle der Helena zu spielen. Sich auf diese Weise mit der Zeit auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, die Firmenfinanzen halten Sie vom Schlafen ab. Was hält mich dann vom Schlafen ab? Das Verlangen nach mir, denke ich. Joanne, du gehst weg und siehst mich nicht mal an. Als ob ich nicht existiere. Also was? Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir das antun muss. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Auszusteigen wird dich was kosten. Lass dir was einfallen! Du hast die Figur, du hast das Stück. Lass es nicht an mir aus. Ich bin's gewohnt, dass ich die Böse bin. Mich berührt das nicht so sehr. Die Zeit vergeht nun mal und sie kann's nicht akzeptieren. Ich wahrscheinlich auch nicht.